Wir gehen in das Spiel. Mouseboards. Gegen Huber. Jax, Kalista, Alistar, Gangplank und Lucian gebannt. Huma, wo ist der Corki-Bann? Huma, wo ist der... Also sie pokern. Aber pokern, da kann man schnell mal all-in gehen und alles verlieren. Gott sei Dank, Corki-Bann. Seht ihr das? Das ist der Unterschied zwischen Huma und SK. Oder einem guten Team und SK. Jin. Jin darf nicht genommen werden, glaube ich. Die spielen ja hier... Also das ist ja quasi schon passiert. Also alles Vergangenheit hier. Aber... Jin darf man... Darf man diese Woche in der LCS Jin spielen? Ich glaube nicht. Wäre aber fair, weil man muss bedenken, Jin... Ja, also... Jin ist dann zur Verfügung, wenn wir schon auf dem 2-3... auf den 3... auf den 6-3er spielen. Und dann in der nächsten Woche spielen die wieder auf den... Also es ist irgendwie ganz komisch. Also ich glaube, Jin müsste jetzt in der LCS, das ist ja noch die Challenger Series, zu spielen sein. Die wollten ja alles so ein bisschen beschleunigen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dass man Ezreal eingeloggt hat, bringt mich zum Brechen. Aber Lulu und die gute Nidalee, ne? Die Spieler von Huma werden euch auch bekannt vorkommen. Einige sind auch ein bisschen versneakter. Bekannt auf jeden Fall Centurion, dann haben wir TSM gespielt und Wallop. Natürlich ebenfalls ein bekannter Spieler. Deswegen auch der Jax-Bann, denn Wallop ist immer noch Jax Main. Na, und Target-Bans sind nach wie vor beliebt. Kann man machen. Braum eingeloggt und auch Graves. Sehr schöne Picks bisher. Also Mouseboards geht wieder sehr LCS-mäßig vor. Klar, ich bin kein Freund von Ezreal, aber es ist eine solide Komposition, die sie bisher haben. Huma macht mir ein bisschen Sorgen. Sie haben zwar mit Lulu einen Flex-Pick, deswegen jetzt auch sehr seltsam, dass sie kurz Quinn gezeigt haben. Vielleicht aber auch ein Bait. Who knows? Wir haben auf jeden Fall Janna, Lulu, Nidalee und auch Caitlyn. Sehr, sehr Hyper-Carry-Comp-lastig. Caitlyn nimmt super gerne die Hyper-Carry-Rolle an. Super gerne. Sie hat extrem hohen Schaden. Das ist vor allen Dingen später, wenn man sie beschleunigt und die ganzen Schilde draufpackt. Sie rennt vor, bum, bum, bum. Ja, macht ja 2, 3 Auto-Tags. Vor allem mit dem Headshot. Holy shit, tut das weh. Ja, das sind halt richtig sicke Crits. Na, habt ihr das Spiel gesehen in der LCS? Von, da war Reckless. Reckless stand mit Fnatic terrible. Terrible. Der stand 0-6 übel lange mit Caitlyn. Hat das Spiel mit 1-6 beendet, aber war Hyper Caitlyn. Der hatte Full-Item-Build, Hyper-Carry-Comp, dem Schilder, der hat die one-shotted, die Leute. So übel lustig. Also ein totales Gurkenspiel. Das schlechteste Spiel, was ich je gesehen habe. Aber lustig dadurch. Und sehr spannend. Fnatic hat nicht aufgegeben. Das respektiere ich auf jeden Fall. Maokai und Lux sind eingeloggt. Lux finde ich cool. Lux ein cooler Champion in der Mitte. Macht Spaß zuzusehen. Ist jetzt auch quasi blind. Mehr oder weniger mit der Prediction eventuell, dass es Lulu ist. Und es wird auch Lulu mit Lane sein, denn Fiora geht nach oben. Fiora ist sehr gut gegen Maokai. Okay? Maokai wird zwar tanky ohne Ende und profitiert auch mit der Passive, weil Fiora so viel cute. Ne? Sie hat halt geringe Cooldowns darauf. Aber Fiora kann technisch gesehen wunderbar seinen Schaden blocken. Gerade vom W, außer macht Flash W, aber sonst, wenn es auf Max Range ist, geht es wieder nicht. Aber die Animation ist sehr langsam. Und kann das also blocken, ihn im schlimmsten Fall auch noch betäuben. Fiora ist eine sehr gute Wahl. Das heißt, man hat einen Split-Pusher, man kann ein bisschen auch poken, man hat eine Hyper-Carry-Comb. Also es sind zwar nicht überragende Champions an sich. Ich mag Nidalee nicht, ich finde sie zu weich, wenn sie irgendwo reingeht oder von Lux erwischt wird, ist sie halt sofort tot. Aber man kann da sehr gut arbeiten. Ja, kann man definitiv gut arbeiten. Aber ich finde, beide haben hier die Chancen zu gewinnen. Na, Mouseboards aber sehr schlicht dabei, nur Niederlagen kassiert. Also buchstäblich nur Niederlagen kassiert. Und das ist natürlich nicht das, was du haben möchtest. Weder im Leben noch im Cyber-Universum von League of Legends. Mouseboards tritt aber nun an gegen Huma. Bin gespannt, wie sie sich machen werden. Die bekannten Spieler gegen ja, ein Team, was schon sehr oft versucht hat, in die LCS zu kommen. Immer wieder den Slot zur Verfügung hat, es aber nicht schafft. Viele sagen, eigentlich haben sie gar kein schlechtes Team, aber Mouseboards will zurzeit oben, unten, links, rechts null überzeugen.
kann null überzeugen. Mal sehen, ob sie ja mal das Ganze ändern. Holy Phoenix, by the way, ist der Mensch, der ein Afro auf dem Kopf und am Kinn hat. Ein sehr lustiger Dude. Ich glaube, türkischer Nationalspieler, wollte ich gerade sagen. Türkischer AD Carry Star. Star AD Carry. Ah, das ist klar. Nicht nur, dass sie den schlimmsten Skin hat mit der Lulu, sondern auch noch den Gegner provoziert. Aber, oh Gott, die Midlane ist echt das Schlimmste. Die Lache von Lux ist auch mit... Das ist einfach... Da kriege ich einfach Geschwür in den Ohren. Boah, ist das eklig. Na gut, der gute Baum. Der macht jetzt hier erstmal einen Camp. Na, die kleinen Sprösslinge sitzen da. Die Raptoren. Butz. Down. Drei Kinder tot. Keine Chance. Hier wird noch ein bisschen geholfen. Hier oben wird gestört. Finde ich eine coole Variante. Huma ist schon so früh unter Druck zu setzen. Die haben noch das Smite, aber teilen sich jetzt die XP. Das ist natürlich ärgerlich. Santorin wird hier gut geblockt von Warlip. Erstmal der Vorgang, aber hat das eventuell sein Leben gekostet? Oh, der Flash von Nardeus war nicht optimal. Er dachte, er geht nach Westen, nach Osten, Entschuldigung, und nicht nach Süden. Aber sie konnten zwei Flashes provozieren auf Kosten ihres eigenen Levels und des Farms. Der aber nichts ausmacht, denn es ist ein Lane-Swap. Und der Jungle ist natürlich jetzt ziemlich zerstört. Santorin hat noch seinen Smite, also kann er noch den Red Buff erledigen, ohne dass er allzu viel kassiert. Aber ein schönes Leben sieht anders aus. Der Dan, die sieht hier ganz kurz. Hier konntet ihr auch ein was bemerken. Dieses Spiel ist aufgezeichnet offensichtlich. Na, das Replay ist aufgezeichnet, weil normalerweise wären wir jetzt ja in der Pause drin. Aber die Pause wird bei Aufzeichnung komplett übersprungen. Es geht dann quasi einfach weiter. Und deswegen hat man hier nur ganz kurz einen DC gesehen und dann sofort wieder den Reconnect. Gründe für das Pre-Recording ist unter anderem das DDoSen der Spieler. Bei Challenger Series ist das so häufig passiert, dass es einfach schon zum Erbrechen war. Nicht nur, weil die Handlung an sich dumm ist, sondern dass auch die Schutzmaßnahmen nicht komplett beachtet worden sind. Was bei Mousesports echt häufig vorgekommen ist. Was ärgerlich ist. Aber jeder soll in den gleichen Voraussetzungen spielen dürfen. Das ist, finde ich, fair. Aber diese Spiele finden halt trotzdem online statt. Das sind keine Offline-Tournaments, auch wenn das auf dem Tournament Realm in der Regel stattfindet. Also auf dem extra Client, sage ich mal. Der Bot-Turret, der leidet. Eine Fiora ist nicht schlecht. Sie hat den mit dem E einen guten Auto-Take-Reset. Kann da, wie man hier sehen kann, schön den Turret unter Druck setzen. Janna ist jetzt zwar nicht der übelste Turm-Killer, aber kann er die AD erhöhen. Deswegen klappt das sehr gut. Ist die Frage, wie spielt jeder den Lanes-Form runter? Wie soll er da oben seine XP und so weiter bekommen? Beide jetzt hier auch dabei, die Kekse zu fressen. Besonders laut. Aber wer wird einen Slow-Push wagen? Wer bleibt? Wer geht? Dual-Lane von Maus. Beziehungsweise jetzt noch eine Single-Lane, nur Nardeus. Geht hier auf die Botlane runter. Hat sich mit einem Mana-Kristall ausgestattet. Das ist halt auch... Ich glaube, hier hätte ich lieber Schuhe genommen, ganz ehrlich. Der Mana-Kristall bringt dir halt nichts, wenn du sowieso nicht die Träne hast. So, da kannst du auch Schuhe gehen und dann später mit einmal die Träne holen. Es ist sehr, sehr verwirrt. Aber hey. Mana kann natürlich jetzt gespammt werden, aber das ist allein auf der Lane. Das heißt, er kann dann nicht mal, sage ich mal, einen Poke verwenden, um den Gegner, um da den Spam zu rechtfertigen. Oha, der Binsu. Der ist alone in the dark. Jetzt läuft er durch. Chizikas konnte natürlich entsprechend schlecht reagieren. Ich glaube, er hat letzte Woche einen ziemlich krassen Thrash gespielt. Heute mal die Janna, aber es ist auch eine ganz andere Komposition. Man könnte auch trotzdem Thrash spielen, wenn man eine Ludo im Team hat. Das ist trotzdem Hyper-Carry-mäßig. Aber Caitlyn ist in der Regel mobil genug. Und Janna ist nochmal... Janna ist halt so ein krasser Disengage, den er Thrash zwar mit der Box und dem Flay auch ein Stück weit bieten kann, aber Janna kommt... Die überfliegelt ihn halt brutal. Alleine schon, weil dieses Blessing hat noch die MR-Werte und Rüstungswerte erhöht, was halt die Mastery, wenn man sie in effektives Gold umwandeln würde, an absurde Zahlen ranreicht, okay? Die sind halt extrem hoch, wenn jeder halt 15 MR und 15 Rüstung oder keine Ahnung, wie viel man da bekommt auf höchster Stufe. Das ist halt krass viel, okay? Und das bei jedem einzelnen Spieler. Wenn du quasi jeden einfach mit einem Button
wie eine Stoffrüstung und ein Nullmantel quasi gibt es halt RIP. Seid halt super viel Gold. Für den Moment natürlich. Aber es ist ein schöner Moment. Ja. Wir haben jetzt hier die 4-Turret-Variante. Also ist normal bei einem Lane-Swap. Jetzt ja die Frage, ob man das wie in Korea jetzt macht, dass man sich dann gleich ein paar Minuten in der Mitte sammelt, da das Aram nun beginnt. Oder ob sich ein Team vielleicht einen weiteren Turm erst sneaken kann. Fest steht, dass man jetzt halt schauen muss, okay, wie spielt man jetzt den Lane-Swap und so weiter weiterhin durch. Weil formtechnisch gesehen hat Bean so erstmal mehr rausholen können, hat auch ein Level mehr. Und Wallop ist ziemlich weit reingepusht. Er hat natürlich sein Trinket da platziert, um sich zu erlangen, aber Bean so, der lässt jetzt hier die Vasallen zu sich kommen. Der lässt die so lange wie es geht bei sich. Auch wenn natürlich Wallop so mit Druck auf ihn aufbauen kann, ist ein Gank von Dan nicht schön, okay? Das wird halt sehr, sehr, sehr unschön werden für ihn. Aber mal gucken. Santorin läuft jetzt hier durch die Gegend. Santorin ist auch dadurch gezwungen, in der Nähe von Wallop zu bleiben, um wenigstens den Counter-Gank zu ermöglichen. Aber in der anderen Himmelssphäre gibt es halt einfach mehr Camps, sage ich mal, zu holen. Du kannst nicht die ganze Zeit beim Gegner rumdümpeln, wo der Gromp und der Bluegaff vielleicht ab und zu mal die Wölfe spawnen. Wobei der Wolf-Buff echt gut wäre, okay? Der wäre wirklich sehr, sehr gut. Aber ihr seht's schon, der dreckige Dan, der gankt. Der gankt jetzt Wallop. Festhalten ist schon raus. Schön hier ihn betäuben können. Jetzt rennt er und er rennt einfach Graves entgegen. Zack, Rauchgranate sitzt. Kriegt hier extremsten Schaden durch das Q. Bean so flash nicht. Jetzt flasht er, alles klar, ist tot. Sehr gut. Haben sie noch. Also, sie haben jetzt Double Flash verwendet, was ein bisschen ärgerlich ist. Das ist nicht perfekt abgesprochen, aber sicher, sicher. Und das war klar, dass Wallop da gegankt wird. War zu 100% klar. Nun aber. Die Botlane unter Druck. Wenn man den Turret natürlich bekommen würde für den Kill, wäre das optimal. Rux ist natürlich hier alles egal. Der Braumschiff ist einfach die optimale Waffe gegen Caitlyn. Der blockiert da Ult, Q, das Netz, einfach jeden Mist. Klar, er kriegt noch die CC. Aber den Schaden aufzuhalten ist halt gegen diesen AD-Carry katastrophal. Ist halt wirklich terrible, terrible bad. Zebex in der Mitte hat wesentlich weniger Farm. Das ist ein krasser Abstand. Er hat für den Cage entschieden, beziehungsweise beide haben sich für den Cage entschieden. Was ich verstehen kann, es ist bei sowohl als bei Maus als auch bei Huma sehr viel Magic Damage dabei. Also was heißt sehr viel? Es ist so viel dabei, dass man sagen kann, Athens total useful, kann man definitiv gehen. Wie gesagt, Binsu macht da oben viel magischen Schaden und die Charaktere an sich sind ja auch nicht schwach. Von Santorin mit Nidalee müssen wir natürlich gar nicht erst reden. Also das schon mal, okay, Holy Phoenix. Ist das hier der Caitlyn-Gank? Nein, es ist der Ara-Modus. Na, das ist normal. Du pushst 4 Turrets, also insgesamt 4, jeder 2. Und dann gehst du in die Mitte und spielst Ara. Du spielst es natürlich nicht super lang. Ich finde es auch sehr seltsam, dass Santorin jetzt da oben ist. Macht halt null Sinn. Also klar, er hat seine Crux. Kann er machen, aber die Raptoren in der Mitte sind genauso wertvoll. Und er wäre wenigstens beim Team. Aber das Aram ist natürlich hier nicht gerade erfolgreich gegen den Lux, der hat den übelsten Wave-Deer mit dem Catch, auch relativ sichere Mana-Regeneration. Jetzt der Gank, aber ihr seht es, na, sie spielen all random, all mid, nachdem vier Turrets gefallen sind. Das ist halt ein normaler Vorgang. Man hofft, dass der Gegner dann Fehler macht. Und es ist auch ein normales Verhalten, weil was soll Bean so tun? Er hat jetzt so gut es geht durchgehalten, er hat einen Kill geholt. Jetzt ist die Lane da oben gepusht. Das bedeutet, Fiora kann vom Farm her nachholen und Bean so, er roamt. Na, bist du arbeitslos? Geh roam. Hast du nichts zu tun? Geh roam. Ist deine Lane gepusht? Geh roam. Na? Macht er auch. Ist Level 7. Ist 2 Level über Wallop. Na, also brutalste Sorte überlegen. Aber der freest da um die Lane. Das muss er auch machen. Ob Holy Phoenix das auf der Botlane machen muss, ist schwierig. Ist natürlich schön, wenn er sich einen Vorteil rausholt. Aber das Gute an dem. Also es gibt wenig gute Sachen, ne? Aber das Gute an dem Ezreal ist, dass er die Tier holt und sie auch effektiv ist, auch wenn er nicht Base geht. Ne? Er kann sie immer stacken, egal wo er gerade ist. Das war ein schönes Binding. Wird aber hier noch nicht allzu hart bestraft, sehe ich gerade. Ultimate von Lux war nicht da, sonst hätten wir es, glaube ich, versuchen können. Einfach mal schauen, wie viel Damage er macht. Wenigstens die Ultimate von Godbro provozieren. Und es ist, glaube ich, in dem Moment noch schwierig zu sagen, wer mehr ausfällt von beiden. Die können halt beide gleichzeitig sterben, sage ich mal. Da kann er halt nur einen retten.
Außer, dass er clever, dass er einen Schild und sich selbst ultet, meinetwegen. Ah, mal gucken. Der Nadeus begibt sich zurück. Kann da in aller Ruhe das Mana Mune ausbauen. Das wäre natürlich top-notch. Wir werden es sehen. Ja, er hat es fertig. Das ist schon mal nicht schlecht. Also noch ein Mana-Kristall gegönnt, wird also in den Schienen bzw. dann später im Gauntlet werden. Muss aktuell gegen BF und Pickaxe ran und bringt... Also er bringt jetzt nicht wenig Damage mit. Es ist nicht so viel wie die beiden Items, aber es steigt mit der Zeit. Das ist klar. Und das kann natürlich ein BF nicht direkt liegen. Also wenn du auf der Lane bleibst mit dem Ding, dann ist es genau gleich. Rux macht das jetzt auch sehr schön. Blockiert die Minions, damit die nicht in den Turret laufen, damit Nadeus alle XP und natürlich auch das entsprechende Gold bekommt. Gromp wollte gerade sagen, der... Harold dauert hier ein bisschen, jetzt pusht man die Botlane und man versucht halt immer wieder ein Momentum zu finden, okay, wo kann ich pushen und wo nicht. Währenddessen Binsu, der immer noch nirgendwo farmen kann. Der hat jetzt, er hat in den letzten 3 Minuten gefühlt 2 Minions gefarmt, davon war quasi jetzt einer der Harold, weil Warlip da oben gefreezed hat. Das hat er sehr gut gemacht und das ist auch wieder normal und jetzt wird wieder Binsu im Vorteil sein, weil die Vasallenwelle pusht im besten Fall gegen ihn rein und damit... kann er halt wunderbar jetzt wieder selbst an Farm rankommen. Du musst halt nur die Zeit... Opala! Der Graves hat's am Ende gemobst. Sehr stark gemacht. Alle haben einfach reingeultet. Und der dreckige Dan kriegt den Drake. Sehr schön gemacht. Ganz wichtig. Da hast du auch wirklich... Da hast du auch als Jungler... Bist du komplett überfordert. Diese Wasserspritzer konnte man ja noch nicht mal richtig sehen. Das finde ich bei dem Skin sowieso schwierig. Aber naja. Läuft da wunderbar. Binsu pusht da jetzt rein. Ist aber unpraktisch, dass er das jetzt macht. Also er müsste eigentlich zu sich pushen lassen, wie damit Warlip ein Problem hat. Weil Warlip, also eine Fiora ist im Roam noch lange nicht so stark wie ein Maokai, okay? Der ist halt angesichts schwanger. Oh Gott, Bro. Er wehrt sich. Winterlands ist schon brutal. Sie waren noch seit 10 Jahren nicht mehr in der Base. Und seit 1000 Stunden diesen Kelch da am Start. Deswegen ist auch Sebex jetzt unterlegen. Er, ist halt, er hat halt einen Wälzer weniger. Plus die Schuhe. Schuhe sind auch wichtig. Und hier euch entsprechende Skillshots dodgen zu können. Aber es ist ein sehr ruhiges, sehr koreanisches Spiel. Kann man total nachvollziehen. Na, sobald eine Wave gepusht ist, dann nehme ich die, freeze die. Oder versuche halt zum Beispiel in der Midlane noch mehr zu pushen. Was aber schwierig ist. Lux hat einen krassen Wave-Clear. Die Vasallen haben 0 Chance. Die sterben einfach massenweise. Und das gleiche gilt auch für die Lulu. Das ist halt überhaupt kein Problem. 3er-Schuhe gegen ionischen Schuhe. Spannend, was Sebex da jetzt noch weiterbauen möchte. Aber vielleicht Athens mit Frost Queen oder sowas kombiniert noch. Weil Höllenzeit ist eigentlich ein cooles Item. Einer meiner Lieblings-Items eigentlich für die Mitte. So effektiv ist einfach. Das ist teilweise sehr teamorientiert, aber auch gegen das Team des Gegners. Plus es erhöht deinen Schaden und bringt eigentlich alles mit, was du haben willst. Die Tankiness natürlich. Aber auf Lux ist es nicht so gut, weil hier Reichweite zu hoch ist. Auf Lulu wäre es okay, aber ich denke, er geht jetzt einfach ohne die Schuhe trotzdem weiter auf Cooldown Reduction. Und zwar mit Frost Queen. Frost Queen auf Lux ist halt immer noch super worth. Finde ich persönlich. Vielleicht überrascht er auch und geht was ganz anderes. Holy Phoenix definitiv mit Problemen. Binsu macht da schon ordentlich Schaden, aber er kann sich wehren. Jusikas ist da. Oh, die Ultimate. Hat nicht getroffen, also auch kein Flash nun von Binsu, um es mit dem Q oder mit dem W zu kombinieren. Heal ist aber draußen. Den hat man wenigstens verwendet, aber der trotzdem auf ganz nur sicher gehen. Oh Gott, die Lache ist terrible. Nun aber der Janna-Schild. Kann hier auf jeden Fall einiges an Schaden verhindern. Gott, Bro! Wow, 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 wow. Ja, aber lädt das aber. Keine Ulti von ihm. Das ist natürlich der große Vorteil vom Athens, dass du vergleichsweise 4 MR bekommst. Und somit der Lux-Schaden sich auch in Grenzen hält. Grace Ultimates natürlich auch raus. Also die haben alles rausgeballert, was irgendwie geht. Und irgendwann wird dieses Aram erfolgreich sein und sie werden den Turret erhalten. Es wird aber noch nicht dieser Moment sein. Lass nicht ablenken. Jetzt kommt Godbro von der Seite dazu. Schöne 3-Mann-Glitterlanze. Da müssen sie flashen. Schön ja auch mit der Ult kombiniert, aber kein Follow-Up. Das ist die Schwäche dieses Teams. Er flasht nach vorne für den Knock-Up. Konnte natürlich insgesamt ein paar Beschwörerzauber provozieren. Aber der Follow-up ist terrible. Fiora ist auch nicht da.
wenn sie überhaupt etwas machen wollte. Aber du gehst rein und niemand kommt mit. Das ist leider so. Weil warum sollte sich eine Caitlin reinstürzen? Was macht eine Janna? Ja, und Nidalee ist instant tot, wenn sie irgendwo reingeht. Also, nachvollziehbar. Der Binso, der hockt seit 10 Stunden auf dem Ward. Kann jetzt aktuell auch wenig gegen tun. Jetzt hier die Mitte nochmal unter Druck gesetzt. Sie versuchen es halt erneut. Kann man aber verstehen. Raum ist natürlich auch nicht schlecht. Da kann sich vor die Vasallen stellen. Sie werden jetzt auch den Turret erhalten. Also Mausports diesmal wesentlich energischer. Wie verwandelt. Normalerweise habe ich das echt ganz anders eingeschätzt. Holy Phoenix! Oh, der kriegt aber keinen Schaden. Irgendwie fehlt es da noch. Die haben dann nicht das entsprechende Level. Level 11 wäre halt für Cervix 1000 besser gewesen. Was die Schadenserhöhung der Ultimate angeht. Man merkt halt einen riesen Unterschied. Jetzt das TP. Warlip hat da eigentlich seinen Schaden anrichten können. Binso muss halt defensiv porten, was nie schön ist, gerade wenn man selbst belagert. Aber die Komposition von Mausports zeigt sich gerade effizienter, wenn ich ehrlich bin. Ein Hyper Carry ist hier noch gar nicht zu sehen. Dauert ja auch in der Regel sehr lange. Also ein Hyper Carry Comp ist so mit 2 Items vielleicht, aber spätestens ab 3 Items effizient. Und Holy Phoenix hat noch kein Rapid Fire, kein nichts. Wir sind halt noch sehr früh. Aber Mausports, die erinnern mich ein bisschen an Gamers 2. So. Die machen halt Druck ohne Ende und wollen so schnell wie es geht alle Turrets haben. Und den zweiten Turret in der Mitte. Gott, Bro! Butts down! Diesmal ist er gefallen. Der vollen Combo kann er dann doch nicht widerstehen. Binso muss ich jetzt zurückziehen. Schafft es aber auch raus. Sehr schön gemacht. Na, das ist natürlich cool. Du triffst irgendwas. Irgendeinen Q oder sowas mit der Lux und dann folgt Graves, Ezreal und natürlich die Lux und selbst sofort hinterher. Rux noch mit dem Q. Sehr viel, sehr schöner Schaden. Und sie punishen halt Huma. Das ist ungewohnt. Ich hätte gedacht, Mausports, die krücken hier irgendwo rum. Aber man sollte ein Team, wie man hier sehen kann, niemals, niemals unterschätzen. Ah, klappt aktuell sehr, sehr schön. Freue ich mich, wenn so ein bisschen mehr Ausgeglichenheit reinkommt. Wir haben jetzt hier auch für Binso schon einige Tank-Items zur Verfügung. Die Stoffrüstung irritiert mich ein bisschen, aber wollte wahrscheinlich irgendwas rausholen. Oder es wird ein Frozen Heart. Dann irritiert sie mich überhaupt nicht. Ist natürlich stark. Gegen Fiora ist nicht schlecht, wenn man Attack-Speed reduziert. Das ist offensichtlich. Aber gegen eine Hyper-Carry-Comp Attack-Speed runterzunehmen von der Kate ist super. Das ist etwas sehr, sehr Gutes. Drachen umgenommen? Überhaupt kein Problem. Und die guten Huma-Spieler wollen jetzt mit dem Herald antworten. Ist eine solide Antwort. Wenn sie jetzt aber abgefangen werden sollten, wäre es grausam. Ziehen's durch. Müssen sich aber langsam beeilen, denn Mausports ist da. Und der erste, ich glaube, das ist der erste Herald, den ich sehe, der verhindert wurde, der sich aber nochmal resettet. GG. Santorin jetzt stealen sollte. Nope, klappt nicht. Rux ist da, kannst du mir das Schild davor stellen. Sehr schön gemacht, dass man mal um den Herald kämpft. Das wäre in Korea niemals passiert. Wenn man den überhaupt gemacht hätte, dann definitiv nicht im Kampf. Oder mit einem Kampf. Die drei Boots. Sehr, sehr beliebt bei Mausports gerade. Sie wollen auf jeden Fall nicht verlangsamt werden. Ist aber verständlich. Du hast im Prinzip einen Slow auf jeden Champion. Bis auf Santorin mehr oder weniger. Aber der Rest kann verlangsamen und damit auch die Schuhe sehr gut aufgehoben. Zusätzlich natürlich zu dem Fakt, dass sie sehr billig sind. Ja. Toplane unter Druck. Wieso tankt den ersten Schuss für das Minion? Und natürlich immer noch den Herald-Buff. Schilde sind da. Braum kann aber auch viel abfangen. Deswegen ist der Braum super nice. Bei Belagerung, Dan dasht einfach nach vorne, um dann rauszuflashen. Ich denke, er wollte nachladen für den Turret. Aber der Dash war einfach sehr seltsam. Wir werden jetzt auch die Belagerung hier nicht weiter fortsetzen. Wolle muss halt zwingend Split pushen gehen irgendwie. Also er hat wesentlich mehr Farm. Binso ist halt häufiger beim Team dabei. Und müsste eigentlich diese Tatsache aussetzen. Binso verliert sowas von Haus hoch gegen Wolle gerade, wenn sie sich im 1 gegen 1 irgendwie prügeln würden. Aber dazu kommt es nicht. Wolf geht eher in die Mitte. Er hat TP. Wieso geht er in die Mitte? Also ich meine, er wird da jetzt ein bisschen pushen können.
zwei Vasallen kriegen und dann kommen Zebex und Ulte da volle Kanüle rein. Oder notfalls nur mit dem E. Und jetzt natürlich die Duolane wieder und das heißt, Wallop kann da wieder nichts machen. Ärgerlich. Also Mausports spielt das gerade meiner Ansicht nach ganz schön sauber runter. Sind jetzt keine überragenden Powerplays, aber sie nutzen den Herald Buff jetzt zum zweiten Mal. Der Turm hier oben hat super viel Schaden bekommen. Binsu split-pusht gerade mehr als Wallop. Das geht zum Beispiel gar nicht. Macht halt überhaupt keinen Sinn. Weil Maokai ist natürlich tanky ohne Ende, aber er ist halt kein Split-Push. Dude, vor dem hast du ja keine Angst. TP jetzt aber runter. Sie rotieren so gut. Ist das Game of Two oder Mausports? Wissen wir gerade nicht. Haben jetzt schon 5 Turrets vernichtet. Gegen die 2 von Huma. Also not even close gerade. Das ist natürlich sehr, sehr unschön. Mal schauen, ob sie jetzt engaged werden können. Wallop hat noch das TP. Vielleicht gilt für Godbro. Also sie könnten flankieren, aber sind keine Wards. Schaut euch die Wards an. Klar, im Norden hat Huma sehr viel, in der Nähe ihres Turrets, der gerade belagert wurde. Aber der Blue Buff und Drake-Bereich gehört komplett Mausports. Das ist halt einfach nur sehr, sehr seltsam. Aber ist gut. Mausports macht das super. Viele haben auch gemeint, eigentlich ist das ein Setup, was gar nicht so bad ist. Und in der Quali ganz gut gespielt. Oh, jetzt. Schön. Wichtig. Einfach mal reinqueuen, sich nicht veralbern lassen. Auch ein zweites, ein drittes Mal queuen. Finde ich überhaupt total okay. Sie haben Pink Ward platziert. Schön sicher gespielt. Wallop hätte ihn ordentlich Schaden zubereiten können. Oder beziehungsweise zubereiten. Kocht schön Schaden für ihn. Aber sauber. Es sind natürlich, wie gesagt, sehr killarme Spiele. Ne? Das tut mir auch leid. Ich hätte eigentlich auch eine Clown-Siesta erwartet, die im letzten, in der letzten Woche quasi. Aber hier, ist gerade alles entspannt. Alles relaxed. Seite mit von Wallop macht mir jetzt schon ein bisschen Kummer. Er hat den Phage und ich kann es verstehen, wenn man Richtung Black Cleaver geht, dass es auch gegen Maokai delicious. Weil er wäre BF da reingeballert. Also ich meine, manchmal holt man sich ein BF, wenn man es kann. Wo ist einfach PF, warum nicht? Aber irgendwie ist das hier. Ich finde, der Black Cleaver ist ein ganz spezielles Item, okay? Wenn du den fertig hast, das ist nicht nur, dass die Stats an sich sehr goldeffizient ist, sondern du kriegst einfach die Utility des Todes. Das heißt, du richtest normalen Schaden in irgendeiner Form an und wirst dadurch beschleunigt. Was zum Beispiel für Darius komplett OP. Aber dann die Movement Speed, die du bekommst. Der Armor Shred. Der Armor Shred kommt ja einfach so. Du baust 2 Items. Den Phage und diesen Cooldown Hammer. Und kriegst Armor Shred. Wie OP ist das denn? Natürlich sind die Rezeptkosten extrem hoch. Also das Item ist halt sehr teuer. So. Aber dann einfach das BF dazwischen bauen. Nur für den Damage. Was ja okay ist. Ich kann es ja ein Stück weit verstehen. Aber die Utility mit dem Armor Shred, der dir prozentual ja Schaden gibt. Also der senkt ja die Resistenz vom Gegner. Das ist ja gut. Und schaut euch das mal an, der hat einen Frozen Heart, der hat 5 Milliarden Rüstung. Verstehe ich nicht. Also er hat jetzt mehr Schaden zur Verfügung, verzögert aber die Utility noch weiter. Ja, und eher das BF ausbaut, da ist ja schon Weihnachten. Da brauchst du ja wieder Haare schneiden quasi. Sehr seltsam. Aber naja. Der Drake. Drake Nummer 3. Drake Nummer 3 nach 24 Minuten ist definitiv okay. Es ist alles andere als überragend. Aber es ist definitiv in Ordnung. Kann man mitarbeiten. Mehr Movement Speed ist für Maokai göttlich. Maokai mit mehr Movement Speed trotz Dahler. Und natürlich noch der Righteous Glory. Das ist ein sehr guter Engage. 2 Item Power Spike nun so ziemlich auch bei jedem erreicht. Klar, Ezreal ist ein bisschen voran, aber Ezreals Item kosten ja auch nichts. Und sie sind jetzt gerade noch, zumindest Godbro, überlegen, weil er keinen Rabadons hat. Der fast das gleiche Item-Bild. Kein Rabadons. Warum? Also man hatte den Drake bekommen. Man hätte kämpfen können. Man wäre auch besser gewesen. Aber man pusht jetzt nicht weiter Turrets. Muss jetzt schauen, dass Zebek das Ding alleine hält. Der Rest rotiert schon. Das ist sehr gut.
keinen einzigen Turm abgeben. Der Wavetail ist natürlich, das ist einfach kriminell. Ich meine, die Vasallenwelle, die hat gerade den Tod nicht mal gesehen, okay? Weder, was sie auch getötet hat, ne? Sondern es ging einfach nur, okay, Leute, wir gehen jetzt alle auf die, okay, wir sind alle tot. Furchtbar. Na, das Leben eines Vasals ist nicht einfach. Aber sie sind wichtig. Top-Lane-Rotation. Denn dieser Turm ist sehr, sehr low. Binso ist unten. Er kann mit dem TP dazukommen. Die Vasallenwelle ist noch relativ weit vorgepusht. Das heißt, Warlip kann es jetzt noch nicht mal punishen. Und Binso kann es erlauben, in die Mitte zu rotieren, dort den Turret zu halten und dann nach unten zu gehen. Na, Mouseboards macht das jetzt sehr clever. Der Schild verhindert halt die Gitterlanzen ohne Probleme. Der Speer hat jetzt null Schaden gemacht, zumindest nicht an Braum. Zack, man dasht davon. Jetzt muss man zwingend wieder runter. Also Binso hat die Mitte gehalten und schafft es jetzt hier auch, die Botlane. Oh, schafft er das? Oh, das ist bitter. Da hat er sich, glaube ich, ein bisschen verkalkuliert. Das zieht Warlip durch. Da muss er sich keine Angst machen. Okay, das hat sich für Huma gelohnt. Binso hat da den Midlane-Turret wichtiger erachtet als den auf der Botlane. Und am Ende verliert er beide. Wenn sie jetzt hier nicht schnell genug rotieren. Zervex hat aber wieder seine Ultimate zur Verfügung. Zack, bratzt da rein. Santorin hat ordentlich Schaden gefressen. Das war ärgerlich. Nardeus mutig. Also nach vorne Ehen ist halt immer sehr risky. Ah, das war schade. Also Binso hätte, glaube ich, nicht die Mitte unter Druck, also halten müssen. Gegen Holy Phoenix. Na klar, der kann die Vasallenwellen ganz gut vernichten. Aber es war unnötig. Stell dir mal den Botlane-Turret bekommen. Das war für Huma gar nicht so schlecht. Sie sind zwar immer noch 6-3 unterlegen. Aber die ganze Botlane schon mal ausradiert zu haben, ist was Gutes. Na, kann man definitiv machen. Es wäre aber am Ende besser gewesen, wenn Binso unten geblieben wäre. Na, ihr merkt, das sind so ein paar Rotationsspiele, okay? Hier lernt man mehr so übers Makro-Game als über Mechanics. Weil wenn es nach 27 Minuten in der Challenger Series 2-0 steht, also, okay, dann ist es halt wirklich Ripperoni. Aber okay. Zurück auf den Farm haben wir ein paar Unterschiede. Huma selbst liegt da auch ganz gut vorne. Weshalb auch das Gold sich nicht so krass unterscheidet, obwohl man so einen großen Vorteil den Turm und natürlich den Kills gegenüber hat. Na, Farm regelt da, gerade im späteren Verlauf des Spiels. Man hat dann aber auf Godbro das Rabadons, muss aber gegen Zebex mit einem weiteren Needlessly ankämpfen, also Lux-Schaden. Ist jetzt halt wieder so hoch, dass man aus sicherer Distanz irgendjemand cute, im besten Fall die Katze, weil die hält nichts aus. Einfach kein Höllenzepter oder sowas. Dass mit Needlessly umstritten sein kann, aber auch gar nicht so schlimm. Nicht, wenn man gegen Lux und Ezreal und so spielt, die halt viel Magic Damage machen. Fakt ist, irgendjemand wird getroffen und es folgen sofort von Mouseboards alle Ultimates. Gehen jetzt hier auch wieder in den Ara-Modus. Und ich finde, der Ara-Modus ist halt für Huma echt ein Nachteil. So, ich komme gegen den Wave, der nur klar. Braum ist so gut. Braum ist übel gut in Turrets nehmen, weil er die Vasallenwellen, die eigene Vasallenwelle beschützt. Und später, wenn man selbst belagert wird, den eigenen Turm beschützt mit dem Schild. Ne? Kein Geschoss fliegt da durch. Kriegt alles Braum ab. Und das erste Geschoss wird halt komplett verhindert. Und das ist halt schwierig. Ne? Sieht es ja, er stellt sich davor. Jetzt nicht ganz perfekt, aber der Turret, der hat fast keinen Schaden gekriegt. Santorin dagegen sehr viel. Oh, hier hätte ich geluxoldet, glaube ich. Oh, da ist der Binso! Santorin down! Das ist das Problem an der Katze. Jusikas konnte auch nicht früh genug ulten. Die Bindung ging daneben. Das war ein knappes Ding. Man jagt aber hinterher, das kann natürlich ein Blue Ezreal. Da setzt ein Q nach dem anderen. Oder zwei gehen hintereinander daneben. War Janna doch schneller als gedacht. Aber Warlip, der Split pusht. Klar, den Turret verloren. Wenn man den in der Mitte hält und er unterdessen Botlane unter Druck setzt, ist es nicht schlecht. Er kann flankieren. Es sind einige Wards, zu denen er porten kann. Und langsam müssen sie was machen. Also mit Inip aufgeben für Botlane, wo Binso sich noch hinteleportieren kann, ist halt extrem bad. Na, Binso geht schon zur Seite. Der wird nicht abgebrochen werden. Portet jetzt da unten. Er wird den Turret halten. Super schwach von Huma. Also ich glaube, ich hätte es jetzt wenigstens drauf angelegt, mit dem TP oder sowas abzuschrecken. Wirlip kann zwar immer noch seinen Splitbush-Kurs gehen, so. Hat sogar echt Blutdurster fertig gebaut, bevor er Richtung Black Cleaver geht. Er kriegt ja durch den Phage immer noch die Movement-Speed, wenn er angreift, irgendwas lastet. Okay, das kann man verargumentieren. Aber er hat null Armor-Pen.
Also strategisch gesehen macht das hier Mouseports echt clever. So, das ist halt, kann man wenig gegen sagen. Ist total solide. So, sogar schon ein bisschen der Baron Buff gepinkt. Was ich immer nicht so gut finde. Aber ist okay. Jetzt müssen sie halt zu 5 rumlaufen. Theoretisch hat jetzt, obwohl man den Midlane-Inhib verloren hat, Huma eigentlich ganz gute Karten mit Wallop. Wallop hat noch TP. Godbro hat TP. Godbro ist aber eher in der Mitte. Ich hätte gedacht, dass er jetzt irgendwie Botlane... Also man muss halt, dass man irgendwie die TPs ausnutzt. Das hätte ich von Huma so ein Stück weit erwartet, aber können sie gar nicht. Mouseports hat kein Teleport, groupen zu 5 und sind einfach effektiver. Weil bei ihnen ist halt der große Vorteil, sie haben sehr solide Picks und sie haben diesmal eine ausgeglichene Komposition, die in Ordnung ist. Sie hat keine super gerade Richtung. Na, sie haben ein bisschen Poke. Sie haben guten Follow-up und sie haben einen guten Tank. Ja, der Follow-up heißt halt, du triffst irgendwas und es kommt, jemand ist tot oder es kommt halt sehr viel Schaden oder Spells oder was auch immer hinterher. Im schlimmsten Fall kommt halt ein Baum mit ein bisschen Tempo angerannt. Maokai mit Deadman's Plate und Righteous Glory ist halt RIP. Der kommt so schnell, du codest dir ein. Macht eigentlich nicht wenig Damage. Ne? Also der Initialschaden ist wirklich, wirklich hoch. Was bei einem TP-Gang später zu einem richtig großen Problem so wird. Man kann jetzt natürlich noch länger warten. Das ist auch eine Option. Und man kann einfach sagen, okay, wir warten jetzt so lange, bis unsere Hyper-Carry-Komposition glänzt. Aber ganz ehrlich, sie müsste jetzt glänzen. Ja. Genau jetzt. Du hast eine Kette mit 3 Items. Du hast einen Lulu mit Rabadons und eine Fiends. So, das ist halt einfach nur super, super gut. Ohne Probleme. Ah, die Ultimate ist ein bisschen random. Wow. Das war jetzt irgendwie seltsam. Und Wallop lässt man da jetzt unten. Das ist halt übel bitter. Niemand hat sich darum gekümmert. Binso ist zu spät Base gegangen. Er hat jetzt aber nur den Turret erstmal verloren. Diesen Fight verliert er so krass. Fiora ist nun mal der Tankkiller. Ja, du kannst ja froh sein, dass da der gute Ezreal dazu kam. Sehr schön gemacht. Wallop jetzt hier abgeholt. Im 1 gegen 1 hätte er locker gewonnen, aber Ezreal hat da gut reagiert. Blade, alles dabei. Vollen Mana-Pool für den super krassen Muramana-Damage. Und jetzt für Holy Phoenix. Jetzt legt er los. Jetzt wird er geheilt. Jetzt kriegt er Attack-Speed von der guten Nidalee. Kriegt die Schilde, kriegt die Beschleunigung. Jetzt kann er arbeiten. Das war nicht schlecht. Aber im Prinzip von beiden nicht schlecht. Man hat den Kill an Wallop bekommen. Das interessiert ihn aber null, weil er immer noch eine Splitbush-Gefahr ist. Kann nun als nächstes den Inhib angreifen. Hat noch sein TP. Aber Binsu auch bald. Also das sollte schon ganz gut funktionieren. Sperre gehen durch. Zack, Glitterlanzen wollen nicht ganz ankommen. Also diesen Baron finde ich halt sehr mutig. Binsu kann den 100 Jahre tanken. Das ist nicht schlecht. Physikas ist nun von der Seite. Maokai mit dem Flash. Godbro zu erwischen. Wäre nicht schlecht. Der Laser ist drauf. Aber dem steht das. Und zwar noch relativ glimpflich. Gletscherspalte. Knockt ihn hoch. Killt ihn dadurch. Binso sucht sich das nächste. Aber Holy Phoenix konnte nicht flashen. Und hat zumindest nicht geflasht. Wallop, ja, der ist in der Base. Der TP't jetzt. Der muss den Inhib bekommen. Das ist, finde ich, eine verständliche Reaktion. Zack, 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 zack. Mit den Resets. Wenn er den Inhib für den Baron tauscht. Botlane ist halt nicht schlecht. Wenn man ihn noch stealen könnte, wäre es natürlich optimal. Aber der Hard Engage von Maus hat das jetzt gerade ganz gut geregelt. Santorin. Ja, man wartet. Sie sind da an der Wand. Alles klar. Er wurde getroffen. RIP. Keine Chance. Sobald da so eine Bindung. Alles klar. Okay, das ist ein Bug. Ja, also auf der Karte ist er down. Aber hier hat er noch AP. GG. Gut, wir haben den Baron Buff. Wir haben mehrere Kills abgegeben. Wir haben 5000 Gold Vorsprung. Aber einen offenen Botlane-Inhib. Technisch gesehen hat Wallop seine Aufgabe gut gemacht. Er kann hier nicht in eine Unterzahlsituation in den Fight rein. Dass natürlich Godbro sich ja, hier erwischen lässt, mehr oder weniger. Er hätte schon vorher flashen müssen, als Binso geflasht hat. Weil er hatte Zeit. Als Binso hat kein perfektes Flash weh hingekriegt, sondern das war einfach nur Flash laufen weh. Hier ist Holy Phoenix natürlich auch sofort danach gestorben. Aber der Botlane-Teleport, der war definitiv okay, na, Inhib da zu tauschen, wenn es das Ziel durchkommen wäre, wäre super, aber Santorin, der übernimmt sich ja komplett. Also, dass man hier irgendwann von irgendwas getroffen wird, von dem Q oder so, ist klar. So, das sind einfach zu viele Geschosse. Selbst eine Verlangsamung wäre nicht schön gewesen. Aber sie machen das hier nicht schlecht. Mouseport sagt, wir haben den Baron Buff, wir haben die Minion Wave von Dan rauspushen lassen und wir töten einfach deren Inhib, damit sich das Ganze ausgleicht. Eine clevere Wahl, meiner Ansicht nach. Sie können auch safe in die Mitte gehen,
durch die Frage, wie sie durch die ganzen Fallen hier kommen, weil die sind halt wirklich räudig. Da ist eine Kate natürlich nicht schlecht. Es ist von der Denke her, von der Idee, wirklich nicht von schlechten Eltern, aber sie müssen das natürlich sauber durchziehen und das wird nicht einfach. Jetzt ist deren Minion auch noch gefallen. In der Mitte ist halt ein sicherer Inhib. Aber die Vasallen von Huma pushen da gerade wie blöde rein. Die werden eventuell deren Midlane-Turret bekommen, wenn er genau vor dem Laser stehen bleibt. Vor dem normalen Turret mehr oder weniger. Ja, sie belagern halt immer noch, können nichts machen. Der Wave-Clear von Huma ist nicht schlecht. Hoppala! Da war die Ult raus. Godbro wieder kurz getroffen worden. Das muss jetzt noch einmal passieren, dann ist RIP. Aber sie halten das. Sie halten das wirklich sehr gut. Das Kanonen-Cheese gibt sich Mühe. In der Midlane ist der Turret gefallen. Das ist passiert. Huma hat einen Turm bekommen gegen den Baron. Bei der Verteidigung gegen den Baron. Jetzt rennen sie aber alle auf die Fallen drauf, kriegen dann hier das Gebäude und müssen sofort den Inhib nehmen. Oder sie werden hier eventuell noch engaged. Das ist bitter. Jetzt lassen sie sich aber zurückdrängen. Und tschüss. Oh, der schafft es noch durch den Schild. Knappe Kiste. Sieht man aber zu welchen Schaden Lux in der Lage ist. TP. Alles klar. Da muss ich mal sagen, das ist ein TP, was total sinnlos war, weil er hatte ohnehin den Speedbuff. Wäre fast genauso schnell da gewesen. Warlip könnte man jetzt erwischen. Blockt mit dem W und dem Flash. Alles super gut gemacht. Auch das Q noch kombiniert. Wow. In der Animation seine Summoner Spells benutzt. Und das Q natürlich. Da bist du unverwundbar. Beziehungsweise. Ja doch, du bist auch unverwundbar. Du kriegst ja gar nichts. Kein Spell Damage. Sehr schön gemacht. Savix jetzt nun ein Auto-Tag gekriegt. Santorin da mitten drin. Warlip hier. Der ist gerade MVP. Wird aber zerrissen. Savix schafft es auf die andere Seite. Übersteht es also nun. Gegen den Blue Ezreal wegzurennen, das ist halt einfach räudig. Starke Glitterlanze von Godbro. Vier Mann da getroffen, auch der Wirbelsturm von Juicy Cars hat hier einige Teammitglieder gerettet. Die Frage ist, kommt er selber weg? Er ist ein Tänzer. Hoppala, Q ging daneben. Epatz reicht aus, weil der Thunderlord ihn zerberstet. Schade. Warlip nicht schlecht gemacht, kam da ziemlich tief in den ganzen Kiel rein, aber Mousebots reagiert viel besser. 10-0. Letzte Woche, also war eigentlich nur verloren bisher, nur Loses kassiert und jetzt so einen klaren Win, auch wenn der Goldvorsprung nicht groß ist, aufgrund teilweise des riesigen Farmunterschieds bei der Top-Lane beim AD Carry, 105 oder 140 mehr hat Warlip, aber es bringt halt gar nichts, Holy Phoenix, wieder Flash Engage, das kann halt Mao keiner, der geht Full Tank, Flash, W und der Gegner, wenn er kein QSS hat oder ein Cleanse, ist sofort down. Sie pushen weiter, können sie auch ohne Probleme machen. Jetzt zwei AD-Carries, sollte das kein Ding sein. Santorin stirbt rein. Oh, nimmt aber sogar noch einen mit. Nicht schlecht. Sie tunneln jetzt ein bisschen sehr auf den Turret. Ja, der fällt aber. Jetzt kann man hier theoretisch noch den Nexus fokussieren. Der Nardeos, der lässt sich... Ah doch, der lässt sich ablenken. Man will hier Warlip noch vernichten. Oh, der kommt sogar nicht an Selbex ran. Der hat hier ein gutes Spiel gemacht. Fokus weiter auf den Nexus. Mousebots, ja, wird das Ganze auch gewinnen gegen Huma. Das heißt, für beide Teams... Ist schon mal, ja, schon mal sicher, dass Mousebots einen Punkt hat. Aber die Leistung war natürlich krass. Das war von Mousebots...